Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zur nächsten Episode vom United World Cup. Heute spielen wir gegen den Smexy, meine letzten zwei Gruppenspiele, beziehungsweise jetzt das Hinspiel und das Rückspiel dann auf seinem Kanal. Link ist oben in der Videobeschreibung. Und ja, Freunde, für mich geht es eigentlich um nichts mehr. Ich bin schon weiter, natürlich geht es noch um ersten oder zweiten Platz, aber es geht jetzt noch für den Smexy drum, weiterzukommen. Oder wenn ich sogar gegen den Smexy jetzt zweimal gewinnen sollte, ist sogar Steini weiter, obwohl er halt dreimal unentschieden gespielt hat in der Gruppenphase. Also ich gebe auf jeden Fall alles, Leute, ich nehme das ernst, ich werde mich nicht darauf ausruhen, dass ich schon sicher weiter bin. Let's go. Ronaldo versus Messi, Chris, sein Team, Leute, ihr seht's, holy shit, Digga. Alter, er hat nur ein Spieler, der unter 90er Rating hat. Hier auf der linken Verteidigerposition. Neymar, Aguero, Dybala, Messi. Oioioioioi. Also richtig krankes Team, Leute. Um einiges nochmal besser als meins. Aber egal. Oh, gute Flanke. Alter. Holy shit, Digga. Messi Kopfballtor, oder was? Wie selten passiert das denn bitte? Oh, das war. Hat er gut gespielt, Digga, die Flanke. Auf den Langpfosten. Nein! Alter, Leute, Mann. Er spielt richtig stark gerade. Okay, 2-0 schon für ihn. Leute, wir müssen uns zusammenreißen. War abseits? Nein? Komm, Ronaldo! Ronaldo, was für ein Abschluss? Oh mein Gott, nein! Sehr gut. Ronaldo! Yes, Mann! Wichtig, Alter! Let's go! Sehr gut, sehr gut. Alter, Leute, ich hätte nicht gedacht, dass der reingeht. Uiuiui. Findet er die Lücke? Digga, das ist so krank, ne? Das ist so heftig. Wie will man das verteidigen, ne? Komm, geh, Junge. Silber. Sehr gut, Quaresma. Nein. Ah. Jetzt aber Piqué, Piqué, Piqué. Ah. Hab ich. Sehr gut. Komm jetzt aber. Komm, Ronaldo. Komm. Ah, schade. Ah, scheiße. Nein! Alter. Ja, er ist gerade richtig gut in Form. Merkt man total. Okay, egal. Jetzt, der muss rein. Nein, der war so wichtig gewesen. Ah, Torwart gut gehalten. Nein, nein, nein. 4-1 zur Halbzeit. Das ist bitter. Ey, ich wusste es, dass er das spielen wird. Ich kann es nicht verteidigen, Digga. Ich wusste, dass er das genauso spielen wird. Und der Abschluss, ne, ist halt auch perfekt. Spiel doch, Mann! Dieser eine Typ da, Casemiro, du. Alter, der fühlt sich an wie so ein Klotz einfach. Verstoppert jedes Mal den Scheißball. Jetzt aber habe ich. Wenn ich das drehe, Leute, dann will ich hier 500 Milliarden Likes auf das Video. Schau mal, ich komme nicht durch, dieser Dybala, ne? Der ist krank. Krank gespielt. 6-1, das war heftig, das Tor. Ich dachte sogar, Messi ist im Abseits. 6-1, Leute. Alter, Steini, es tut mir so leid, ey. Ich hätte keine Chance gegen Smexy, dieses Spiel. Null Chance.
Seine Offensive ist einfach zu heftig. Ja, das ist so ein Tor, ne? Das sind solche komischen Tore, die ich mache, ne? Ja, ist egal, Leute. Ich meine, wir haben es eh verloren. 6:3 sieht nicht ganz so schlimm aus wie 6:1, aber trotzdem. Scheiße, Digga. Na gut, somit sind schon mal Smexy und ich safe weiter. Jetzt geht es eigentlich nur noch um den Gruppensieg. Ja, ich muss auf jeden Fall gegen Smexy gewinnen, das zweite Spiel, und richtig viele Tore schießen, damit ich Erster werde. Ja, was soll ich sagen, Leute? Verdienter Sieg natürlich für Smexy. Seine Offensive war einfach viel zu stark für mich, diese Partie. Kein Mittel gefunden, eine Verteidigung gegen ihn. Schaut mal, er hat 9 Schüsse aufs Tor und 6 Tore. Das ist einfach nur stark. Schussgenauigkeit 100, Präzision, Passgenauigkeit 91. Also, richtig gutes Spiel von ihm. Checkt sein Video ab, Link oben in der Videobeschreibung. Wir spielen jetzt direkt das Rückspiel. Let's go, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.